Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde, und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich bin super reingestartet, ich hoffe, ihr auch. Denkt euch an dieser Stelle einfach alle Standardphrasen. Ich wünsche euch viel Erfolg und Gesundheit und alles Glück der Welt. Mir allerdings auch. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Haus. Der letzte Stand war ja der Wasserschaden. Ich habe jetzt die Weihnachtstage und Silvester in Hamburg verbracht bei Familie und Freunden. Und jetzt schauen wir uns gleich einfach mal an, was so aus unserem durchnässten Keller geworden ist, ob die Heizung noch läuft. Und dann reden wir ein bisschen darüber, wie es jetzt mit dem Haus weitergeht. Viel Spaß euch mit dem Video, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Let's go! Das habe ich, glaube ich, in den letzten Videos schon erzählt, aber ich habe ja zusätzlich zum Haus auch noch diese Weide hier gekauft hinter mir, beziehungsweise Ackerland ist das. Und zwar geht das, bis zum Zaun halt und dann ganz hinten bis zur Ortseinfahrt, ungefähr 1800 Quadratmeter. Da stehen jetzt aktuell so ein paar Obstbäume drauf, hier wird Holz gelagert und das Ganze ist verpachtet an irgendjemand hier aus dem Dorf. Schon seit 30 Jahren. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ist natürlich ganz praktisch, weil das Haus selber keinen Garten hat und das jetzt hier nur so 200 Meter Luftlinie sind. Der ist auch schon bei mir vorgefahren, hat sich einmal vorgestellt und ich denke, das kann man auch dann irgendwie gemeinsam nutzen. So sieht das aus hier. Und zwar geht das bis ganz da vorne, wo dieser Unterstand ist. Und hier hört das Grundstück auf. Und da vorne sind wir gleich beim Haus. Heute mal wieder mit Y-Food am Start, Freunde. Smooth Vanilla, leckere Trinkmahlzeit für zwischendurch mit 500 Kilokalorien. Viele wichtige Nährstoffe, Proteine, Ballaststoffe, Vitamine, Minerale und so weiter. Eine so eine Flasche hält euch für 3 bis 5 Stunden satt. Ist somit natürlich perfekt geeignet für längere Autofahrten. Gibt's in vielen leckeren Geschmacksrichtungen. Könnt ihr auschecken über den ersten Link in der Videobeschreibung. 10% gibt's mit meinem Rabattcode. Vielen, vielen Dank für Sponsoren dieses Videos. Generell muss man sagen, Y-Food längster und beständigster Werbepartner auf diesem Kanal. Also schaut mal vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. Also, die Heizung. Geil! Die Heizung läuft einfach. Zeigt keinen Fehler an. Das hier ist ja die Warmwasserleitung, die quasi das Wasser zum Haus reintransportiert. Die ist auf 60 Grad. Ich habe hier den Kessel auch auf 60 Grad ungefähr gestellt. Und das ist der Wasserrücklauf, der ist bei knapp 30 Grad. Das ist auch in Ordnung, weil ich habe natürlich die ganzen Heizkörper jetzt nur auf 1 oder so gestellt, damit es zwar durchläuft, aber ich jetzt hier nicht mein Gas verbrutze. Geil, 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 Freunde. Das heißt, unsere Heizung scheint auf jeden Fall schon mal wieder zu laufen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was mit dem Wasser ist, aber irgendwie, guck mal, das ist alles weg. Ihr erinnert euch, wie es im letzten Video aussah. Das ist schon mal gut. Wahrscheinlich auch wegen der Heizung ein bisschen. Die Decke und so weiter fühlt sich jetzt auch gar nicht so schlimm an. Hier stand ja auch alles unter Wasser. Das Rohr hier ist irgendwie geplatzt. Aber morgen früh kommt auf jeden Fall einer von einer Wasserschadensanierungsfirma und dann kriegen wir da mal was Ordentliches. Der misst dann die Wände ein bisschen durch und so weiter. Auch hier in der Ecke war ja ein bisschen Wasser an der Wand und das gucken wir uns morgen alles mal an. Ich glaube gerade nicht, wie lost man sein kann, Freunde. Dieses Haus hat ja 3 Eingangstüren. Vorne die große Haupttür, diese Tür und diese Tür. Hagen hat natürlich nur den Schlüssel für diese Tür mitgenommen und vergessen, dass ja dieses Ding da vor ist, ne? Dieser Rollladen. Und hatte aber überhaupt nicht im Kopf, dass dieser Rollladen hier vor dem Türschloss ist. Das war gerade ganz unten. Ich dachte schon, ich muss irgendwie die Schlüssel für die anderen Türen einmal per Express hochschicken lassen, heute nach dem Hotelpen oder so. Und jetzt bin ich gerade dabei, auf Krampf diesen Rollladen hier hochzukriegen, weil die Tür auch noch natürlich nach innen, nach außen aufgeht, ne? Die geht nach... Meine Fresse. Ich bin so dumm, Digga. Ich bin einfach so dumm. Erstmal den Rollladen kaputt gemacht. Moin.
Ja, das hätte man wahrscheinlich irgendwie vorsichtiger machen können und wahrscheinlich auch sollen. Der Rest von dieser Dings ist jetzt da oben in dem Kasten verschwunden, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, das sah eh kacke aus. So, der grundsätzliche Plan sieht jetzt erstmal vor, Freunde. Wir wollten natürlich auch wissen, wie es hier weitergeht oder wann es beziehungsweise überhaupt mal losgeht mit dem Hausprojekt. Ich will jetzt erstmal das gesamte Erdgeschoss sanieren, dass man überhaupt erstmal eine Fläche hat, wo man leben kann. Das heißt, es kommt wahrscheinlich alles raus. Wie gesagt, jetzt diese Woche ist erstmal nochmal der Wasserschadensanierungstyp da und dann auch nochmal der Sven, den ihr im letzten Video schon kennengelernt habt, der hier mit mir zusammen viel umsetzen will. Ein Generalunternehmer, der auch viel Altbausanierung macht. Da haben wir besprochen, die eine oder andere Wand schon rauszunehmen, aber da kommt auch noch ein extra Video zu. Das heißt, Schritt 1 Wasserschaden sanieren, Schritt 2 einen Container bestellen und hier alles rausschmeißen. Schritt 3 eben das gesamte Erdgeschoss einmal auf links drehen und richtig schick machen. Damit ich jetzt hier, wenn ich zwischendurch hier bin und ich bin ja dann immer mehrere Tage hier auch irgendwo leben kann, gerade wenn das Erdgeschoss rausgerissen wird. Ich habe jetzt ja hier immer zwischenzeitlich in dem alten Schlafzimmer gepennt auf dem Boden. Das geht dann natürlich nicht mehr und deswegen werde ich wahrscheinlich oben das Schlafzimmer, was ihr im allerersten Video gesehen habt von dem Haus, werde ich mir wahrscheinlich nehmen und erstmal übergangsweise ein bisschen herrichten. Weil ihr habt das auch selber in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube, das ist ein bisschen viel, wenn ich mir jetzt hier das ganze Haus vornehme und es ist ein großes Haus. Alles renovieren auf einmal macht, glaube ich, wenig Sinn. So. Das heißt, wir nehmen uns dieses Schlafzimmer hier. Bett und Schrank stehen da noch drin. Ich hole mir mal ein paar neue Matratzen oder erstmal Schonbezüge und so weiter. Bisschen neues Bettzeug. Schmeiß den ganzen alten Plunder hier raus. Und dann richte ich mir das erstmal übergangsweise hier ein, dass ich erstmal wohnen kann. So, dann haben mich ja noch einige von euch darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Raum hier hinten einfach ein Gewehr an der Wand hing, zwischen dem Schrank und der Kommode da hinten. Das ist natürlich viel zu wild. Einfach ein Gewehr gefunden. In diesem Raum voller Sachen aus gefühlt 1850. Ja, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Wir nehmen es einfach mal mit runter und schauen uns an, ob wir da irgendwelche Schriftzüge oder Markierungen oder so finden. Ich werde jetzt einfach Jäger, Freunde. Nein, ich glaube, das ist auch nur ein Luftgewehr. Also das siehst du ja eigentlich schon hier vorne, wenn du reinguckst am Kaliber. Und hier ist auch so ein Entriegelungsding. Ich hatte früher tatsächlich mal ein Luftgewehr. Wenn du das jetzt so nach vorne kippst hier, genau, siehst du, Lauf könnte man jetzt quasi so einmal einknicken und würde dann eine Feder vorspannen. Und dann könnte man so ein kleines Geschoss quasi mit Luftdruck oder Federdruck abfeuern. Ist natürlich eine coole Sache. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Hier steht schon mal was. Burgo Kaliber 4,5. Dann hast du hier dieses F-Zeichen. Das heißt auch irgendwas. Das blende ich euch hier über. Aber ich bin mir auch sicher, da ist der ein oder andere Luftgewehr-Kenner bei euch in den Kommentaren unterwegs. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, was das hier für ein Ding ist. Meine Elektrode jetzt kaputt gemacht. Jetzt siehst du hier, was hier passiert. Die Luftfeuchtigkeit steigt. Um das ganz genau zu messen, müsstest du es eigentlich nochmal abkleben, hier den Bereich, dass es dazwischendurch kommt. Genau. Dass die Salzausblühung halt die Leute so genervt hat, dass sie irgendwann was anderes damit gemacht haben. Ja. So, jetzt habe ich hier das Problem, wo wir hier gerade stehen. Ne? Das muss dann wieder aufmachen. Hey, die gute Tapete. Guck mal, jetzt kannst du hier mal messen. Das sieht leider gar nicht mal so gut aus, Freunde. Ich hatte eben die Wasserschadensanierungsfirma bei und wir haben ja im ehemaligen Schlachtraum den Wassereinbruch gehabt. Der hat jetzt, wie ihr gesehen habt, der hat eigentlich das ganze Haus mal durchgemessen mit so einem Ding halt, um festzustellen, wo Feuchtigkeit in den Wänden und im Boden ist. Und das ist leider alles nicht so schön gewesen. Das Haus ist ja von 1903, dieser Anbau ist aus den 60ern und der Anbau ist aus den 90ern. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Wasserschaden hier stattgefunden hat
Und in diesem gesamten Anbau, der Boden ein Verbundboden ist, das heißt, du hast die Bodenplatte und dann hast man direkt den Estrich drauf gemacht. Und wir gehen einfach mal nochmal rein. Also hier geht's quasi los, die Badezimmer und so weiter, die eigentlich noch zum Wohnbereich gehören. Und das hier ist quasi ein Anbau, hier stinkt es immer noch bestialisch drin. Und jetzt zieht quasi das Wasser ist jetzt hier im Boden auf der Grundplatte und in den Wänden hochgezogen bis ungefähr hier. Eigentlich war ja der Plan, erst den gesamten Wohnbereich zu sanieren quasi und den ganzen Kram hier erstmal so zu lassen, wie er ist. Das geht aber leider nicht, weil das Wasser, was jetzt hier quasi drin ist, über die Bodenplatte sich verteilt bis hier zur ehemaligen Außenwand des Hauses. Ne? Also bis hier fließt jetzt quasi das Wasser rein und selbst wenn wir jetzt hier alles rausreißen, was wir jetzt sowieso müssen, würde das Wasser quasi weiter von da hier rüberkommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier alles mit rausreißen. Die Fliesen komplett runter, den Boden raus, die Decke auch ab, die ist sowieso verschimmelt und dann hier halt Trockengeräte reinstellen, damit das Ganze trocken kann und nicht quasi dann irgendeine neu sanierte Fläche im Nachhinein beschädigt. So, jetzt haben wir hier noch das nächste Problem. Das hier ist ja, wie gesagt, der neue Anbau. Und hier ist jetzt mit Estrich Dämmschicht. Das heißt, wir haben die Grundplatte, dann haben wir eine 2 cm Dämmung ungefähr und dann den Estrich. So, jetzt wurde das hier als Schlachthaus genutzt. Das heißt, hier sind Schweine runtergehangen, die sind wahrscheinlich hier ausgeblutet. Hier sind wahrscheinlich Gedärme, Wasser, sonst was alles für Fäkalien verteilt worden. Klar, es gibt hier Abläufe. Aber da das Ganze hier schon etwas älter ist und wir hier uns jetzt mal so die Fugen angucken, sehen wir ganz gut, teilweise wurde es ausgemessert, teilweise sind die Silikonfugen entweder uralt oder gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, der ganze Sapsch, auf Deutsch gesagt, der ganze Sapsch, alles was hier vom Schwein stattgefunden hat, ist quasi in den Boden reingesippelt. Ne? Der hat hier ein Loch gebohrt quasi und den Schlamm, der mal die Dämmung war, rausgeholt. Das heißt für mich jetzt erstmal, ich kann nicht wie geplant diesen ganzen Anbau erstmal so lassen, wie er ist, weil ich habe mir auch keine weitere Nutzung erstmal dafür überlegt, sondern dadurch, dass das Wasser jetzt drin steht, bin ich dazu gezwungen, das komplett zu entkernen. Elektrik raus, Sanitär raus, Fliesen raus, Boden, Estrich raus, alles weg. Das sind natürlich ja, wieder ungeplante, nicht unerhebliche Kosten und geschweige denn, was es dann nachher kostet, da wieder irgendwas vernünftig drin auszubauen. Ach Leute, momentan hält sich wirklich von einem Problem vom nächsten und vor allem immer von Hamburg hier runter und wieder zurück. Aber macht euch bitte keinen Stress, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ich mir hier was richtig Schönes aufbauen kann. Das alles wäre natürlich nicht möglich ohne euren Support, die ganzen neuen Abos, immer Daumen nach oben, so viele Kommentare in den letzten Videos. Behaltet das gerne so bei und natürlich auch viele coole Firmen, die schon auf mich zugekommen sind, mit denen ich hier eine Perspektive habe, viele coole neue Sachen umzusetzen, wenn das erstmal alles hier eine richtige gesunde Basis hat. Dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem Video. Vielen Dank euch fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.